In so manchem Kinderlied wird besungen, dass die lustigen Tage kommen. Und jetzt kommen die tollen Tage bei uns beim Wetter. Die letzten Tage des März bringen richtiges Frühlingswetter, fast schon gefühlt Frühsommer. Und die ersten Tage des Aprils gehen dann wieder bergab. Grüße Sie und grüße euch. Aber solch ein Wetter steht uns in den kommenden Tagen bevor. Und hier auf dem Foto hat angefangen, der Löwenzahn zu blühen. Und schauen wir uns mal kurz vom Deutschen Wetterdienst die Phänologie an, wo der Löwenzahn bereits angefangen hat zu blühen. Im Osten hier am 22. Ansonsten doch recht verbreitet. Im Westen in den tiefen Lagen hat es in der zweiten und dritten Märzdekade angefangen mit der Blüherei des Löwenzahn. Die Meldequote liegt aber nur bei 10%. Ist auch klar für die Jahreszeit, das wird jetzt dann im April so richtig losgehen. Das ist die Grünland-Temperatursumme. Die haben wir uns schon längere Zeit nicht mehr angeschaut. Das ist die Summe aller positiven Tagesmittel im Jahr 2021, im Januar mal 0,5, im Februar mal 0,75 und ab 1. März mal 1,0. Und wenn 200 Grad erreicht sind, beginnt die Vegetationsperiode. Und wir haben zum Beispiel im Westen verbreitet 200 bis über 300 Grad. Köln ist hier dabei mit 366 Grad. Übrigens bei 600 Grad beginnen die Wälder grün zu werden. Im Osten dauert es jetzt noch ein, zwei Tage. Und in den blauen Gebieten, da dauert es noch ein bisschen länger, in den östlichen Mittelgebirgen und in den Alpentälern, wo noch Schnee liegt. Aber hier in den grünen Gebieten wird es in den nächsten Tagen jetzt auch zunehmend grün. Die Wiesen werden dann grün und der Rasen muss gemäht werden. Die Grünland-Vegetationsperiode, die wir gerade besprochen haben, ist jetzt also hier bei uns in Deutschland bei 200 Grad angekommen. Und im Vergleich zu den letzten Jahren sind wir da ungefähr im Mittel. Im Vergleich zum langjährigen Mittel liegen wir etwa 10 Tage noch vorne. Das heißt, es hätte insgesamt noch kälter sein müssen. Schauen wir ganz kurz nach vorn, da wird es deutlich wärmer. Der März explodiert, was die Tagesmittel angeht. Hier sind sogar Mittel dabei, die liegen bei 12 Grad. Das wäre eine typische Mai-Temperatur. Damit wären wir hier auch rund 6 Wochen im Voraus. Sind nur wenige Tage, bevor dann der April wieder nach unten geht. Und das ist die Wärme, die da kommt. Hier haben wir Deutschland, die Schweiz, Österreich, die Benelux-Länder und eine Wanne voll warmer Luft in der Höhe unter dem Hoch. In 1500 Meter Höhe kommt eine Zunge reingezogen, hier fast wie eine Schwanzflosse, mit 10 Grad plus und die Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel, da sehen wir wieder diese warme Wanne genau über Mitteleuropa liegen. Es werden die wärmsten Tage sein. Und so geht es in die neue Woche hinein. Wir haben im äußersten Osten noch von der Oder und der Neiße an ostwärts ein bisschen Regen, sonst Wolken an den Küsten im äußersten Osten, hohe Wolkenfelder verbreitet und im Westen strahlenden Sonnenschein. Diese hohen Wolkenfelder sind aber ganz dünn, die Sonne scheint hindurch und der Gesamteindruck ist schön. Im Norden ist der Wind noch stark bis stürmisch unterwegs, sonst insgesamt spürbar. Nach Südwesten zu lässt er nach. Und hier über den Alpentälern, da haben wir auch die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, bilden sich so Hochnebelkragen um die Berge herum durch eine beginnende Inversion. Die Böden oder beziehungsweise die Täler sind noch kalt durch den Schnee und dann kommt die warme Luft eben obendrauf. 8 bis 14 Grad gibt es an den Küsten, sonst 15 bis 21, im Südwesten bis zu 23 Grad. Das ist ja erst der Anfang. Der Dienstag bringt auch viel, viel Sonnenschein. Die obligatorischen Hochnebelkragen in den Alpentälern, sonst ein paar dünne, hohe Wolkenfelder. Im Norden Westwind, im Süden schwachen Nordostwind und Höchstwerte von 18 bis 24, im Südwesten von bis zu 25 Grad. An den Küsten bleibt es mit Seewind deutlich kälter. Der Dienstag. Der Mittwoch wird ja noch ein bisschen wärmer. Auch wieder hier die Hochnebelbatzen, ein paar dünne hohe Wolkenfelder, die unterwegs sind. Sonst haben wir strahlenden Sonnenschein. Über 12 Stunden. Also das Höchste, was astronomisch um diese Jahreszeit möglich ist. Der Wind ist schwach, nur an den Küsten spürbar und im Osten Österreichs hier aus südöstlichen Richtungen. Und die Höchstwerte erreichen an der See 10 bis 19 Grad. In den östlichen Mittelgebirgen 19 Grad, sonst 20 bis 26 Grad. Damit können wir zwei, vielleicht sogar ganz vereinzelt drei Sommertage in Folge bekommen, jetzt Ende März. Es sind dann übrigens auch die ersten meteorologischen Sommertage des Jahres 2021, ziemlich früh. Gehen wir kurz auf den grünen Donnerstag ein. Hier haben wir wieder die Karte der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe. An den Küsten liegt die 0 Grad Isotherme, über den Mittelgebirgen die plus 5, an den Alpen die plus 10. Hier sind zwei Kaltfronten dahinter, hier die eine mit Wolken und vereinzelten Schauern, hier die andere.
andere mit Wolken und vereinzelten Schauern. Dazwischen haben wir Sonnenschein mit kaltem auf Nord drehenden Wind. Hinter der zweiten Kaltfront unter den Wolken sind es 6 bis 11, zwischen der ersten und zweiten 11 bis 17 und vor der eigentlichen Kaltfront 18 bis 24 Grad. Es kann sein, dass wir in einigen Alpentälern auf der Alpensüdseite sogar auf bis zu 27 Grad raufkommen. Am Karfreitag haben wir nach Osten zu Wolken, vor allen Dingen in den östlichen Mittelgebirgen einzelne Schauer. In den Alpen sind örtliche Gewitter dabei. Im Südwesten ist es sonnig. Wir haben kühlen bis kalten Nord- bis Nordwestwind. Und die Höchstwerte erreichen in der Nordhälfte 7 bis 13, in der Südhälfte 11 bis 17 Grad. Unter den Wolken in den östlichen Mittelgebirgen 4 und auf der Alpensüdseite bis zu 21 Grad. Der Karsamstag ist somit einer der ungemütlicheren Tage. Im Südosten sind einige Schauer unterwegs, oberhalb von 300-400 Meter Höhe in den östlichen Mittelgebirgen und von 700 bis 900 Meter Höhe in den Alpen gehen die als Schnee nieder. Sonne gibt es vor allen Dingen an den Küsten und im äußersten Westen. Der Wind ist weiterhin kalt, kommt aus Nord bis Nordwest. Bei Höchstwerten in den östlichen Mittelgebirgen vom Thüringer Wald bis zum Erzgebirge rüber und in den Bayerischen Wald sind es 2 bis 4, sonst 7 bis 13, auf der Alpensüdseite 16 bis 18 Grad. Der Ostersonntag hat nur noch einzelne Schauer nach den derzeitigen Trends in den Alpen oberhalb von 700 Meter Höhe als Schnee. Sonst haben wir eine Mischung aus lockeren und dichteren Wolken und viel Sonnenschein bei 6 bis 14 Grad. Auffällig ist der Wind, der frischt im Norden auf und dreht auf westliche Richtungen und er kündigt diese Polarfront an. Die ist noch nicht ganz sicher. Aber sie wird mit dem Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells wieder gerechnet. Demnach hätten wir dann eine minus 10 Grad Isotherme teilweise über dem Nordwesten Deutschlands, die minus 5 in der südlichen Mitte und die plus 5 noch in den Alpen. Und so sähe das Ganze dann aus. Es gäbe mit der Front erst Regen, der in Schnee übergeht. Dahinter kommt die postfrontale Aufheiterungszone mit nur einzelnen Schneeschauern und von den Küsten kommen neue Schneeschauer herangezogen. Ist nur theoretisch. Mit starkem bis stürmischem Wind und Höchstwerten dann, zum Beispiel im Hochsauerland, nur noch minus 1 bis 0 Grad, Harz um die 0 Grad, im Flachland ein paar Grad plus, vor der Front nochmal um die 10 Grad. Wichtig sind aber theoretisch die Taupunkte. Und die liegen überall hier im negativen Bereich, in den Mittelgebirgen teilweise minus 6, minus 7 Grad. Das sind dann gleichzeitig auch die gefühlten Temperaturen. Und wenn die Taupunkte im negativen Bereich liegen, kommen die Schauer einfach als Schnee runter. Im Südosten, da wären es noch Plusgrade. Ist nur eine theoretische Geschichte und die schauen wir uns kurz an, wie das ungefähr einzuordnen ist. Das Ensemble für die Mitte Deutschlands, rote Linie, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen. Alle Modellberechnungen sind in bunt und wir reden hier von dieser Zeit, die Karte, die wir gerade gesehen haben. Der Hauptlauf, den wir ebenfalls gerade gesehen haben, gehört mit zu den kälteren Kalibern. Wenn wir das vergleichen, der Hauptlauf liegt bei etwa minus 10 Grad. Die kältesten Läufe bei minus 15 und die mildesten Läufe bei plus 5 Grad. Die meisten sind irgendwo zwischen minus 10 und minus 5 Grad und dann gibt es noch eine Bündelung hier oben. Das bedeutet, die Karte, die wir gerade gesehen haben mit der Kaltluft für Ostermontag, ist alles andere als sicher. Zum Beispiel ist das europäische EZMWF-Modell mit seinem Hauptlauf hier oben, also am oberen Ende und der Rest findet hier statt, ist eine unsichere Kiste, was am Ostermontag und am Dienstag danach passiert. Dann sind sich alle einig, geht's runter, ehe wieder ein paar raufgehen, die anderen bleiben unten und wir haben dann auch eine wechselhafte Geschichte danach mit weiteren Regenschnee und Graupelschauern, typisch April. Zu guter Letzt noch kurz der Blick auf die 2-Meter-Temperaturen und den Niederschlag für den Norden Deutschlands. Hier mit dem Wärmeberg, dann geht es runter. Der Knick um den 6. rum mit einzelnen Läufen, die weit runtergehen. Später bleiben wir relativ weit unten und es ist nass. Der Blick in den Westen. Hier erstmal der Wärmeberg, dann der Absturz auf Raten. Um den 6., 7. rum ist es am kältesten, also zu Ostern und knapp danach. Später bleiben wir relativ weit unten. Wenige Läufe gehen nach oben. Im Osten ein ähnliches Spiel. Erst der Wärmeberg, dann der Absturz. Wir bleiben relativ weit unten. Ein paar Ausreißer sind da, die nach oben gehen. Auch hier viele Niederschläge. Und zu guter Letzt noch der Blick in den Süden. Nach wie vor spannend. Einmal der Wärmeberg mit
um und über 20 Grad, dann der Absturz auf Raten und hier sehen wir den Hauptlauf, der ebenfalls weit runter geht. Der ist sogar mal kurz dabei, dass er unter der 0-Grad-Linie theoretisch bleiben würde, mit leichtem Dauerfrost Anfang April. Das ist eine ganz, ganz seltene Angelegenheit. Gleichzeitig wären hier Niederschlagssignale dabei, das ließe darauf schließen, dass wir in Alpennähe ein kräftiges Tief hätten mit Schneefällen und danach würde der Lauf relativ weit unten bleiben. Er ist und gehört zu den kältesten, die anderen sind viel weiter oben. Da ist also sehr, sehr viel Musik in der ersten Aprildekade in den Wetterkarten drin. Das wird noch spannend. Das war's. Bis später.